Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir sind in Echert E-Region, in E-Region. Und unsere Aufgabe heute wird es sein, uns mal ein bisschen in dieser nahen Ruine hier umzuschauen. Genannt Pemba. Diese befindet sich von Echert E-Region einfach wieder ein Stück gen Norden. Wir werden dabei wieder durch den Luxfelsen reiten. Beziehungsweise, wie wird er eigentlich genannt? Zeig mal auf der Fahne her, bitte. Talat Din Dal. So, einmal querfeld ein. Die Luchse drohen uns zwar, aber das soll uns eigentlich egal sein. Denn wir besuchen jetzt hier vorne Pimba. Pemba. Wie komme ich jetzt auf Pimba? Ist ja auch egal. So, ein paar Keiler. Oh, wie süß, ein Dachs. Ein Krabbein. Braver Krabbein, komm doch mal her. Edmi möchte mit dir spielen. So, und da sind wir auch schon in Pemba. Jetzt wird es hier gleich ein bisschen aufpoppen von den Stories, weil wir brauchen ja so ein paar Halborks. Wie ihr sehen könnt, drei Stück. Ungebetene Gäste haben wir. Eine neue Jagd von Bingo Buffin. Oh, süßer Wag. Komm her, Schnuffel. Ist die Nervensäge erstmal weg. Weiter geht's. Ein weiterer Halborg. Und weil da wir uns hier Pemba nähern. Wir haben hier sogar eine uralte Vase. Dazu sage ich jetzt einfach mal, yippie. Ich hatte eigentlich gehofft, hier Moria drin zu finden und nicht... Na, ist ja auch egal. So, wir müssen so ein bisschen den Schutt hier durchsuchen noch. Oh, Edmi geht wieder spielen. Wie ihr sehen könnt, Pemba ist so ein bisschen als Brutort für die Würmer missbraucht worden. Da hinten rennt der Vaterwurm rum, den brauchen wir jetzt noch nicht. Der kommt zu einem späteren Zeitpunkt. So, das wäre die erste Ruine gewesen, jetzt geht's weiter. Ich meine die erste Vase. Wir haben zwei Stück hier in dieser Ruine. So. Na, komm her. Bei Fuß. Nimmt er tatsächlich eine Armbrust in die Hand. So, hier haben wir noch ein paar Bruchstücke, die wir einsammeln. Hier haben wir noch interessanten Schutt. Das könnte eine weitere Fragment der Ringkunde sein. Und natürlich noch die zweite antike Vase. Ich persönlich finde das endlich mal gut, dass wir mal wieder ein bisschen unseren Beruf einsammeln können. Wo kommst du denn her? Drei hier nicht so rum, das ist mein Job. So 7 von 8 und 10 von 15. Oh, da ist ein Ring aufgetaucht. Da werden wir uns doch mal kurz drum kümmern. Aber erst nehmen wir noch diesen Schutt mit. Diese elbischen Verzierungen überall. So, mal gucken. Ah, hier. Ey, eine andere Schatzsuche. Seid ihr auf der Suche nach Schätzen gekommen? Schade, denn ich war zuerst hier.
Okay. In Ordnung, wir werden also... wieder nach Norden geschickt. Wieso ist Edmi denn da hinten? Ist sie hängen geblieben? Ist ja auch egal. Also wie ihr sehen, wir werden nochmal hier vorne hingeschickt. Aber das ist nicht so schlimm. Na gut, Edmi, du hängst fest. Tut mir leid, dann holen wir dich neu. Jetzt sind wir auf jeden Fall schnell bei den Füßen. Ist jetzt auch erreicht. Aber wir suchen noch zwei Ruinenstücke. Wenn ich das richtig sehe, sind die hier draußen. Auf der Map. Da hat gerade ganz kurz was aufgeblinkt. Dann dürfte das Nummer 7 sein. Und Nummer 8 müsste hier vorne irgendwo sein, wenn ich mich jetzt gerade nicht verguckt habe. Ah, da. Wir nehmen einfach den im Vorhof. So, Ah, war klar, dass ich den ziehe. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden uns jetzt wieder weiter gen Norden wenden. Und, ja, eben Bingo Buffin abgeben gehen. Ansonsten sind wir mit den Quests hier glücklicherweise schon relativ weit. Ich ignoriere jetzt auch mal auch die Krähbeins. Von den Viechern werden wir noch genug hier erschlagen können. Quests hier unten, Questbuch. Wir haben einmal Bingo Buffin laufen und Erigions in sich. Da haben wir eigentlich nur die Ruinen und der Weg. Wäre ja hier. Hätten wir eigentlich im Bogen mitreiten können. Aber wir werden nochmal nach Pemba so oder so geschickt. Weil Pemba beinhaltet definitiv, auch wenn ich mich recht erinnere, einen weiteren Hauptmann, den wir erschlagen müssen. Dementsprechend sollten wir damit keine Schwierigkeiten haben, dort einmal mal vorbeizuschauen. Und dann reiten wir, wenn wir in Pemba nochmal sind, nochmal hier vorne lang zum Weg, also zum Lager der Gefährten und dann wieder nach Echert-E-Region. Nach Echert-E-Region können wir ja glücklicherweise, da wir ja inzwischen genug Quests erledigt haben, auch jetzt mit Schnellreise reiten. Hoffe ich zumindest. Weil, wenn wir einmal kurz hier reingucken, Rupt hat abgeschlossen. Schweigend und ruhelos fortgeschritten. Wir haben nicht nur Barmherzigkeit und Ruf bei den Elben vom Bruchtal bekommen, sondern auch die Möglichkeit, hier schnell reisen zu nutzen. Ich hätte mich ja jetzt gewundert, wenn wir jetzt schon wieder in den Signatur gelaufen wären. 3 Tage hintereinander. Naja. Dann haben wir noch einen Titel gewährt. Die Höhenrennerin, das haben wir ja gestern gemacht mit dem Geheim-BDT. Dann haben wir noch Tat verliehen. Schweigend und ruhelos mittelschwer. 22 von 40 Aufgaben müssen wir dort dafür schließen. Bingo Buffin dürfte da eigentlich nicht reinfallen, weil Bingo als nachträgliche Quest implementiert worden ist. Aber wir sind halt auf dem Levelniveau, wo ich sage, wir nehmen Bingo einfach mal mit. Die Quest, die uns hier noch angezeigt wird, ist der Tee. Hört meine Worte. Muss nicht unbedingt sein, aber egal. Und wir sollten natürlich, wo ich das gerade mal wieder so nebenbei sehe, beziehungsweise ich war ja wieder auf dem Fest, das ist nämlich komischerweise heute immer noch. Kann sein, dass sie es um eine Woche verlängert haben. Ich kann aber mir egal. Nicht vorstellen, dass er mit diesem Beutelchen Nippes zufrieden war.
So, weiter geht's. Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Hobbit schon bald wiederfinden werden. Hartnäckige, schöner Titel und wieder 5 Bingo-Abzeichen. Empfohlenstufe 49, das sind wir inzwischen ja locker. Darf ich euch etwas fragen? Wir müssen wieder zurück in die Trollhöhen, okay. Das machen wir natürlich eben noch mit. Ich würde ja am liebsten jetzt hier abkürzen, aber das ist nicht so der gesündeste Weg nach da unten. Hier kommen wir natürlich überall wieder nicht durch. Ist ja mal wieder typisch. Aber wir können einmal am Scharmützellager abkürzen. Apropos Scharmützel, da werden wir demnächst auch nochmal ein, zwei weitere einziehen. Ich hatte mir hier eine Liste gemacht und wir haben definitiv die Bruinfurt haben wir ja schon gemacht. Also mit den Defensivscharmützeln sind wir glücklicherweise alle durch. Aber wir haben noch ein anderes Scharmützel dazu bekommen, nämlich die eisige Kluft. Die haben wir auch noch. So, aber jetzt geht's erstmal wieder zurück. Wir reiten einfach nochmal ein kleines Stückchen den Weg zurück. Ah, was ist das? Bedrohliche Axt. Ah, das könnte entweder nach dem Ork riechen oder vielleicht wieder nach den Grimhans. Ich bin ganz ehrlich, was Bingo Buffin angeht, da habe ich mit meinem Hauptcharakter richtig geschnarcht. Da bin ich gerade mal ein bisschen hinter Moriam. Ich glaube, ich fange gerade mit Lolorien an. Und das war's dann auch schon. Und es ist einfach zu lange her, dass ich hier war. Bin ich ganz ehrlich. Dementsprechend, ich kann mich nicht wirklich mehr an die Story diesbezüglich erinnern. Aber ich glaube, das ist in der Hinsicht auch nicht das Schlimmste. Legendäre EP für die Waffen. Wie ihr sehen könnt, wir haben leider schon so ein bisschen EP voraus, aber das ist egal. Also, weg. Titel. Der Hartnäckige ist auch jetzt nicht schlecht. Lotho ist uninteressant und, naja, neue Nachricht. Das sind noch alte, abgelaufene Auktionen. Wie ich befürchtet hatte, das ist eine Grimhand-Axt. Eine Grimhand-Axt, wie ich es gesagt habe. Auf den Hülstenkamm möchte er mit uns sprechen. Das wäre dann hier hinten. Da würde ich sagen, wir reisen per Schnellreise nach Echert Eregion, wenn sie uns zur Verfügung steht. Mal gucken, Daumen drück. Echert Eregion, Schnellreise, die nehmen wir doch. Dann können wir die 2 Quests oben abgeben, neue dafür annehmen und dann weiter Richtung der Weg. Und wie ihr sehen könnt, es gibt uns auch EP-technisch gute Vorsprünge. Also hier draußen werde ich wahrscheinlich, wenn wir die 53 gemeistert haben, wieder den EP-Block anlegen, weil die meisten Aufgaben hier bis maximal 53 gedacht sind. Wir haben natürlich auch wieder das silberne und das goldene Geschenk. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Platz im Inventar. Dementsprechend öffnen wir mal kurz das silberne. Kriegen raus 100 Zusammenkunft. Okay. Dann das goldene. Verjüngungstrank. Also da... Was kann ich für euch tun? Naja. So, Pembas, ungebetene Gäste. Wurmeier und den Wurmmeister müssen wir jetzt als nächstes töten. Können wir kombinieren. Die Ruinen von Pemba können wir wieder abgeben. Elmrelikte, Elmschmuckstücke aus Pemba. Also wie ihr sehen könnt, diese heutige Aufgabe wird uns so ein bisschen in Pemba-Richtung halten. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für dann brauchen wir noch das Wurmvatertier. Also wir haben jetzt wieder 3 Aufgaben erhalten. Wieder für Pemba. Reiten wir wieder gemütlich hin. Und wenn wir dort fertig sind, reiten wir nochmal Richtung Pass. Lass mich nochmal eben schnell gucken. Richtung Rothornpass. Diesen kennen wir ja bereits aus der Weg der Gefährten. Und auch für uns ist der Pass definitiv unpassierbar.
Entschuldigt bitte dieses kleine Wortspiel. So, wieder an Talas Dinald vorbei, den Hort der Luchse. Und wir nähern uns wieder mit großen Zügen Pemba. Wir nehmen jetzt noch den Weg mit in die Questübersicht rein. Und dann haben wir eigentlich auch schon wieder zu 90% die ganzen Aufgaben hier fertig. Zumindest für Pemba. Oha, nicht pullen, nicht pullen. Edmi ist nicht da. So. Hi, Krabbein. So, unsere nächste Aufgabe ist es, Eier zu zerstören. Vatertier. Brauchen wir auch den Wurmmeister? Ja. Gesagt, getan. Wir gehen mal ein bisschen näher ran für einen Blitzschlag. So, gesagt, getan. Den Wurmmeister besiegt, seine Eskorte besiegt. Und hier vorne müsste irgendwo dann auch noch das Vatertier rumlaufen. Dementsprechend werden wir dieses auch noch aus der Weltgeschichte tilgen. Nanu, kleine Lecks, kleine Verzögerung. Ah, das ist nicht gut. So, wieder ein Ei zerstört. Dann nehmen wir natürlich noch die uralte Vase mit. Oh, ich habe einen Berillsplitter erhalten. War das ein besonderer Mob, den wir getötet haben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ah, die Jungs droppen auch gleich noch unsere Gegenstände, die wir suchen. Das ist natürlich noch feiner. Das ist eine Motivation, die Halborks hier nochmal zu töten. Wow, Edmi ist nicht schlecht. 2k Schaden. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal gepflegt auf die ganzen Eier. Die Hälfte haben wir, die Hälfte haben wir noch vor uns. Brauchten wir auch Würmer? Das weiß ich jetzt so gar nicht. Wie ihr sehen könnt, das Vatertier ist schon wieder da. Und hier geht's weiter. Na, was fällt dir denn ein, mich anzugreifen? Wirklich? Du weißt doch, dass das ungesund ist. Da wir das kleine Würmchen da oben noch brauchen. Komm mal her. So, jetzt haben wir auch noch das Vatertier besiegt.
Jetzt brauchen wir noch 3 Eier. Ein Ei ist hier. Beziehungsweise 2 Eier sind hier. Gibt einen schönen Fang-Screenshot. Sobald der Halbock tot ist. Oh Mann, was ist denn heute los? So viele Screenshots auf einmal machen. Naja, ich hoffe, dass einer was davon geworden ist. Und wir haben Glück, da vorne ist dann auch noch das letzte Ei, inklusive unserer kleinen Vase. Die müsste sich hier um die Ecke verstecken. So, damit haben wir auch alles soweit hier erledigt. Ich würde sagen, als reiten wir als nächstes hoch zu unserem Bingo-Buffin-Zwerg. Und wenn wir das erledigt haben, können wir dann zum Weg reiten, der sich ja auch hier vorne befindet. Aber erstmal hoch zum Hülstenkamm. Ich liebe es, diesen Kamm zu bereiten. Na gut, der Vorteil ist, wir haben keine Aggro gezogen und können so hier weiter. So, da vorne ist er auch schon. Ich sehe niemanden, aber vielleicht solltet ihr auch einmal schauen. Okay. Wir können nichts tun, also lasst uns unseren Plan weiterverfolgen. Auf den Rothornpass. Wow, wir werden geportet. Das daran konnte ich mich nicht erinnern. Ihr habt mit Spalvi den Rothornpass erklommen, um nach Höhleneingängen Ausschau zu halten, die eure Suche nach Bingo hoffentlich voranbringen. Na gut, wenn wir schon mal hier oben sind. Oh, die sind hier oben tödlich. Die Windgeister. Die können einen nämlich hier vom Pass runterschmeißen und das war's dann. So, Doppelschlag. Mein Blitzsturm ist kein Geist gewachsen. Gut, dass die Dinge in keinem BDT vorkommen, weil die gibt es echt nur hier. Hier ist der Pass, wo unsere Gefährten dann weitergelaufen sind. Oha, Stimmen im Wind, das könnte Ärger geben.
Ey, super. Ein Endkampf im Pass. Ich leg schon mal Teer aus. Ah, von mir aus wird eh keine Chance haben. War schon etwas fies. Zwei Katzen, ein Kundiger. Oh, immun. Und ein Blitzschlag hinterher. Das war's. Wilhelm Wollhaar ist auch dazu gestoßen. Finde ich schön. So, das wäre dann auch grimmige Gesichter gewesen. Unsere kleine Reise hoch zum Rothornpass. Nein. Okay, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch einmal mit ihm sprechen. Könnt ihr glauben, dass die dachten, ich hätte den Rotstein gestohlen? Das ist natürlich auch nett. Ihr gebt mir diese glitzernde Halskette. Ach, schade, und er versteht's einfach nicht. Wo habt ihr das gefunden? So, weiter geht's. Es fühlt sich an, als wäre eine schwere Last von mir genommen. Für Stufe 50 ist die nächste Woche dran. Ich würde sagen, wir nehmen den Titel Schenker von Schätzen. Als Schatzsucher. Na, das klingt besser. Ich bin kein Grimhand mehr. Ah, er ist also kein Grimhand mehr. Gut, weiter geht's. Mal gucken, was unser... Dabei helfe ich euch gerne. Mal sehen. Nun, Ah, das ist ja wohl ein Witz. Was haben wir denn hier hinten? Mego Wannen. Na toll. Wäre nicht sehr höflich. Das ist wenigstens eine ehrliche Aussage. Mal schauen, was unser letzter Kandidat sagt. Wie kann ich euch zu Diensten sein?
Pingo-Falllasser, Pingo-Verlierer. Keine allzu schmeichelhaften Namen. Da gebe ich ihm voll und ganz recht. Keiner dieser Vorschläge scheint wirklich gut zu mir zu passen. Na gut, das ist aber nicht das Problem. Besiegt sie 7 verschiedene Gegner oder allgemein 7 Gegner in ganz Eregion. Na gut, das sollten wir die Tage hinkriegen, aber wir haben jetzt immer noch die Aufgabe mit, sagt eben schnell, zum Weg zu kommen. Mal schauen. Auf dem Weg dahin werden wir garantiert ein paar Kräberns erledigen können. Das ist ja nun wirklich nicht so viel. Aber wir haben auch noch ein paar Quests abzugeben. Das kann ich natürlich jetzt auch noch nebenbei mal schnell machen. Sofern wir dort oben ankommen. Ja, mein Inventar fehlt auch schon wieder über. Wenn ich mir das so richtig angucke. Müssen wir wahrscheinlich erst wieder verkaufen. So. Eben mal schnell das Nötigste verkaufen. Seid gegrüßt. Kann ich euch irgendwie zu Diensten sein? Unkraut. Unkraut braucht kein Mensch. Albino heute, das kann auch raus. Das auch. Damit haben wir erstmal genug Platz gesammelt. Damit ich heute noch... Was kann ich für euch tun? Zumindest verdorbenes Verderben abgeben kann. Dann haben wir hier drüben noch... Ich grüße eine euch. Bedrohung für Pemba. Und Pembas euch. Relikte. Mago Wannen, und dann haben wir noch eine unsichtbare Hand. Das ist der Kommandant in Pemba, den wir noch beschwören müssen. Das können wir dann morgen wieder in der Kombination mit dem Weg machen, weil ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Dementsprechend, ihr kennt den Spruch, wenn euch gefallen hat, ein Daumen, ein Kommentar, würde ich mich darüber freuen. Über ein Abonnement natürlich auch. Und wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn es dann weitergeht in Eregion. Und vielleicht kriegen wir dann dieses Gebiet auch durch, sodass wir dann regulär hier unten in Echad Dunan weiter questen können. Bis denn. Tschüss.